Als nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Klubobmann, Dr. Matthias Strolz, bitte. Hallo. Frau Präsidentin, geschätzte Regierungsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, in den Galerien, liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, zu Hause an den Bildschirmen, wir verhandeln heute die Hyperabbaugesellschaft hier im Parlament in einer Sondersitzung. Und ich möchte in den nächsten 10 Minuten den Versuch eines Gesamtbildes unternehmen. Ich möchte vor allem auch die zwei Schwestern der Hetter hereinholen hier ins Hohe Haus, weil die sind im Familienbild oft nicht entsprechend gewürdigt. Vorneweg, Herr Finanzminister, ein Wort des Lobes für Ihren Schritt, den Sie zuletzt gesetzt haben in Richtung Bail-in, in die Richtung, dass Sie die Gläubiger hier auch in die Verantwortung mit hereinholen. Wir halten das für richtig, wir halten es für viel zu spät. Es sind schon 5,5 Milliarden an Steuergeldern verbrannt, aber wir halten diesen späten Schritt dennoch, auch wenn er zu spät kommt, für richtig. Wir halten es auch für richtig, dass Sie in aller Klarheit festgestellt haben, dass der Bund nicht für die Abdeckung aller Landeshaftungen zuständig ist. Und Herr Minister, wenn Sie dereinst bei Philippi stehen, dann können Sie Gewissheit haben, wir werden bei Ihnen sein. Sie werden nicht allein sein, auch wenn Sie die eigene Partei möglicherweise verlässt. Ich bin allerdings, Herr Minister, nicht einverstanden, wenn Sie kommunizieren, es werden keine Kosten mehr zu erwarten sein für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ich halte das für falsch, ich halte das für irreführend und möchte auch ausführen, warum das irreführend und falsch ist. Da müssen wir in die Geschichte eintauchen, der Hypo. Als im Jahr 2014 die Reorganisation der HB Int vorgenommen wurde, da wurden drei Gesellschaften aufgestellt, nämlich die FIMBAG, die ABAG, die HBI Bundesholding AG. Alle stehen im Eigentum der Republik, alle verbrennen unser Geld, wenn es so weitergeht. Zur Hetter-Abwicklung ist schon vieles gesagt. Der Schritt, den Sie gesetzt haben, ist richtig, aber er ist natürlich auf unsicherem Terrain, das wissen wir alle. Es wird hier eine Flut von Klagen kommen. Das war zu erwarten. Ich glaube, da kann man mit Entschlossenheit als Republik drauf schauen und sagen, wir stellen uns diesen Klagen und schauen, dass wir das Beste daraus machen. Aber natürlich, wir machen es auch zum ersten Mal in Europa. Wir sind der Pilot. Wir sind in einer besonderen Lage, weil natürlich diese Institution, der Hetter, keine klassische Bank ist. Das wissen wir alle. Also hier gibt es viele Angriffsflächen und ich denke, das wird uns natürlich Geld kosten. Deswegen, und ich werde später noch darauf zurückkommen, ist es ganz wichtig und essentiell, Herr Bundesminister, dass wir dieses Jahr gut nutzen. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit, um ein Insolvenzrecht für die Bundesländer umzusetzen. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit natürlich auch, um hier in Ausgleichsverhandlungen einzutreten und in Ergebnisse zu kommen. Aber in diesem Hyperbrand steht nicht nur eine Tochter, in diesem Hyperbrand brennen nicht nur die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Kontext der Hetter, sondern es gibt eben zwei weitere Schwestern dieser Hetter und auf die müssen wir genau schauen. Zum Hypo-RCI-Netzwerk. Der Verkaufsprozess dieses Hypo-RCI-Netzwerks ist ja mit den 6 Töchtern in Südosteuropa noch nicht abgeschlossen. Das muss man einfach auch in dieser Klarheit sagen. Wir haben das zwar um 50 Millionen Euro dieser Bietergruppe Advent verkauft unter Anführungszeichen, weil natürlich die 50 Millionen auch auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gehen, weil das ist ein Anerkennungspreis. Aber wir haben mitgegeben dieser Tochter eine Mitgift, nämlich eine Mitgift von 1,7 Milliarden an Bundeshaftungen. Und eines ist klar, bisher haben wir jedes Jahr die eine oder andere Überraschung erlebt und natürlich in diesem Jahr eine gewaltige Überraschung bei der Hetter, nämlich 8,7 Milliarden Wertberichtigungen im Zuge der Bilanzerstellung. Das ist mehr als das Unterrichtsbudget, das Bildungs-
Ministerin Budget für ein Jahr. Das heißt, wir geben für ein Jahr für 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler weniger aus, wie wir in diesem Jahr wertberichtigt haben. Und das geht natürlich nicht mit normalen Dingen zu. Und deswegen haben die NEOS letzte Woche auch an die Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht, weil wir halten das in dem Kontext nicht für nachvollziehbar. Und wir glauben, dass der Sachverhalt der Bilanzfälschung hier vorliegt und dementsprechend zu prüfen ist. Und wenn beim Hypo-ICI-Netzwerk ähnliche Abwertungen kommen und nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist davon auszugehen, dann werden das natürlich einmal mehrere Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu brennen haben. Wir reden von 1,7 Milliarden Euro. Dann die nächste Tochter Hypobank Italien, HBI. Zur Erinnerung, die HETA hat vor kurzem 1 Million Euro überwiesen für Strafbescheide an die Banca d'Italia, und zwar für 6 Österreicher. Und die Bank, die italienische Bank, Nationalbank, hat hier geprüft, welche Verfehlungen vorliegen. Und unter anderem wurde der ehemalige Verwaltungsrat, HETA Finanzchef, zu einer Strafe von 330.000 Euro angehalten, der ehemalige Hypo-Chef 106.000 Euro, der heutige Vorstand in den verkauften Südosteuropa Bankenholdingsgesellschaft 142.000 Euro. Und die Italien-Töchter wurden hier bezichtigt, dass sie den Kunden zu lange zu hohe Zinsen verrechnet haben, mussten dafür auch Entschädigung zahlen, 88 Millionen Euro. Und im Zuge dieser Prüfung hat die Banca d'Italia vor Ort massive Mängel gefunden bei der Kreditvergabe. Und das ist natürlich ein Strickmuster, das wir kennen. Dieses Strickmuster hat uns Milliarden gekostet an vielen anderen Orten. Und warum sollte uns dieses Strickmuster nicht auch ein weiteres Mal in Italien zum Verhängnis werden? Das heißt, auch diese Tochter und diese Schwester der HETA wird uns wahrscheinlich noch teuer zu stehen kommen. Und deswegen ist es verantwortungslos, vor den Menschen hinzutreten und zu sagen, es wird kein Steuergeld mehr fließen. Es wird noch viel fließen. Und wenn heute, Sie sind noch nicht im Raum, die Volksschule Stubenbastei 3b im Haus ist und den Rundgang machen, dann ist eines klar, dass Sie heute das Parlament anschauen und dass Sie morgen und übermorgen auch noch mitzahlen werden, wenn Sie dereinst Steuer zahlen. Deren Geld wird hineinfließen, unser aller Geld wird hineinfließen. Und deswegen werden wir hier nicht locker lassen. Das sind alles Dinge, die wir, seit wir im Parlament sind, seit 1,5 Jahren immer vorausgesagt haben, und es ist immer eingetroffen, wie wir es vorausgesagt haben, meistens noch sogar schlimmer. Und deswegen werden wir nicht locker lassen und werden auch auf den Themen bleiben, die wir vorschlagen zur Lösung, damit solche, ich zitiere Vorarlberger Landeshauptmann, Sauereien, Zitat, nicht mehr ungeschoren passieren können. Wir fordern die Steuerautonomie für Bundesländer. Die müssen sich spüren. Es kann doch nicht sein, dass die Landesfürsten einfach glauben, das Geld kommt aus den Bundesautomaten. Ich muss nur drucken. Und drucken können es besonders gut. Manche können kaum was anderes, habe ich das Gefühl. Ja? Das geht so nicht. Wir müssen die Herrschaften in die Verantwortung holen. Das geht mit Steuerautonomie. Und wir brauchen natürlich ein Insolvenzrecht für Bundesländer. Wir haben das im letzten Jahr 7-mal eingebracht. Wir haben auch den Hypo-Untersuchungsausschuss über 20-mal eingebracht. Schlussendlich ist er gekommen. Wir werden auch diesen Vorschlag für ein Insolvenzrecht der Bundesländer wiederholt einbringen. 1-mal, 2-mal, 7-mal, schon heute das 8. Mal. Wir werden nicht locker lassen. Wir haben jetzt ein Fenster von einem Jahr, um das zu klären. Wenn wir das nicht klären, dann werden wir jammervoll da sitzen. Der Jan Kreiner wird einen Vortrag halten, warum er das nicht machen kann in Kärnten. Und wir werden einfach unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben und der Schaden wird noch einmal größer werden. Und deswegen werden meine Kolleginnen und Kollegen hier einen entsprechenden Entschließungsantrag auch für heute einbringen. Herr Minister, Sie haben einen Schritt gesetzt. Für den bekommen Sie unsere Anerkennung und Wertschätzung. Sie sind aber noch nicht entschlossen genug auf dem Weg. Und dafür bekommen Sie heute einmal mehr Maßnahmen mitgegeben, die Sie umzusetzen haben, aus unserer Sicht. Dankeschön.